Und als allererstes möchte ich noch was zeigen. Die meisten werden es vielleicht wissen, aber es gibt vielleicht Leute, die es tatsächlich noch nicht wissen. Und zwar steht hier vor den Toren Sturmwind hier dieser knappe Rowe. Oder wie man immer seinen Namen ausspricht. Der hat ja so ein bisschen was mit der Onyxia-Quest zu tun, ja? Und diese Sache finde ich ziemlich geil, was Blizzard da jetzt gemacht hat in SOD. Und zwar, wenn man Twins spielt. Das ist nicht zum Weinen, Tienchen. Viele von uns twinken ja gerne, haben aber dann keinen Bock, gewisse Sachen vielleicht nochmal zu machen. Und da hat Blizzard jetzt bei der Onyxia Prequest eingegriffen. Und zwar, wenn man mit einem Char, wie ich das jetzt hier, dieses Amulett sich erspielt hat, damit man in Onyxias Hort reinkommt, kann man bei dem Knappen hier so ein gesplittertes Drachenfeuer-Amulett kaufen, welches Blizzard-Account gebunden ist. Ja, dieses kaufen wir jetzt und das könnt ihr euren Twinks schicken und die Twinks haben dann Zugang zu Onyxia Hort und ihr müsst die ganze Prequest-Reihe nicht noch einmal machen. Ja. Ich reite jetzt mal eben schnell zum Briefkasten, schicke das Ding an mein Dudu, weil mein Dudu wird mein zweiter Char sein, den ich hier spielen werde und dann werden wir sehen. Er hat's. Aber ich meine, wir können accountgebundene Sachen kennen wir ja von Retail und von Cutter. Ja, deswegen wird das ja, denke ich mal, jetzt jeder glauben. Aber ich zeige. Mein Kokospartner. Leute, wie heißt nochmal mein Druide hier? Ich habe vergessen, wie mein Druide heißt. Verdammt. Nee, Kokospalme war in Cutter. Wie heißt mein Druide hier? Jetzt muss ich mal gucken, ey. Ah, Blue Python mit einem Strich über den U. Blue Python mit einem Strich über U. Kokospalme war es in Cutter. Zu viele Spiele, zu viele Chars. So. Da ist er. Und zack. Wegschicken und damit hat mein Druide auch Zugang zur Onyxias Horde.